meisten Sessions auf der Dimexco sind ja in Englisch. Diese hier ist jetzt auf Deutsch. Und dann geht's bei den Amerikanern, bei den Engländern ja schon mal einfach. Du Martin, nicht Sie Martin. Und die hinter der Bühne haben gerade beschlossen, das Tages-Du einzuführen. Cordelia, kennst du das Tages-Du? Spielt jemand Golf hier im Raum? Hier, dann kennst du das Tages-Du. Das ist sowas Beklopptes, das ist eigentlich nur, kann man nur als Golfer machen. Während des Flights, während man spielt, duzt man sich und abends bei der Preisverleihung sieht man sich dann wieder. Das ist das Tages-Du. Ich weiß nicht, ob die es schaffen, über das Tages-Du jetzt hinauszukommen, die jetzt miteinander diskutieren werden. Besser wäre es vielleicht, denn das, was hier so um uns herum passiert, das verlangt wahrscheinlich neue Allianzen. Und wir freuen uns, dass wir darüber sprechen werden, nun mit einer wirklich tollen Runde. Meine Damen und Herren, begrüßen Sie ursprünglich aus Finnland, jetzt in Deutschland, den Country Director Agency Deutschland, Google. Petri Kokko ist bei uns. Herzlich willkommen. Dann freuen wir uns. CEO Dance to Ages Network Germany, Dr. Ulrike Handel ist bei uns. Guten Morgen. Member of the Board, United Internet, Jan Oetjen, willkommen bei uns. Managing Director Deutschland, Österreich, Schweiz, Accenture, Rainer Ballensiefer ist bei uns auf dem Podium. Der Geschäftsführer der IP Deutschland, Matthias Dang, wird auf dem Sofa glänzen. Vielleicht, wir wissen es nicht. Ich hoffe es, Matthias. Und wir freuen uns sehr auf CEO Blackwood 7 Germany, Andreas Schwabe, meine Damen und Herren. Und das Ganze wird geführt von einem, der sich nun wirklich mit Kooperation und Kreativität in den Kooperationen auskennt. Herzlich willkommen, Founder und Chairman Think. Hier ist Dr. Michael Trautmann. Viel Spaß. Das Tages-Du war natürlich gemein, weil wir haben es ein bisschen ironisch gemeint und haben auch gesagt, bei Sympathie verlängern wir das auf ein 365 oder vielleicht ein Lebens-Du, aber Wolfgang ist natürlich Moderationsprofi genug, uns das gleich um die Ohren zu hauen. Wir sprechen heute zum Thema New Buddies on the Rise, Driving Digital Through Strategic Collaboration. Erste Prüfung bestanden, diesen schwierigen Satz unfallfrei aufsagen. Und ich bin ganz froh und stolz, diese Runde hier zusammen zu haben. Denn es vergeht praktisch keine Woche, in der nicht irgendeine Allianz, irgendeine Kooperation zwischen Tech-Companies, Unternehmensberatungen, Werbeagenturen und Kunden, die zusammen Agenturen gründen, verkündet wird. Publisher, Tech-Companies und werbungtreibende Gründinitiativen für ein einheitliches Login. Also es gibt ganz, ganz viele Themen, wo wir nicht mehr gegeneinander, sondern auch miteinander arbeiten. Und ich würde gerne mal die Runde anfangen. Petri, vielleicht fängst du an. Warum machen wir das eigentlich? Warum macht ihr das? Was sind die Herausforderungen, die wir sehen, die uns zu solchen Kooperationen führen? Ich glaube, da ist ganz einfach ein paar Sachen. Also erstens, es ist ja, also freut mich hier zu sein. Aber zweitens ist wirklich, dass das, man guckt dann die Vielfalt hier auch auf diese Messe. Der einzige Weg, in diese Vielfalt wirklich zu arbeiten, ist wirklich mehr und mehr Zusammenarbeit zu machen. Und das ist der Hauptgrund. Der zweite, die ich eigentlich noch wichtiger finde, ist was auch in akademischer Welt sehr viel gesprochen wird über, ist collective Creativity. Und das ist mehr oder weniger das, was, wenn ich sage, ja, ich habe eine gute Idee, und dann sagst du, ja, das ist toll, wir könnten ja noch das machen, und dann, ja, und dann können wir noch das machen. Und davon entstehen Sachen, was man überhaupt nicht planen könnte. Und, und ich glaube, das ist genau das Spannende ist, dass wenn wir bringen unterschiedliche Perspektive zu den Tisch, dann können wir wirklich sehr effizientes Marketing machen, wir können auch neue Produkte machen und so weiter. Und das ist das, was wirklich das Beste ist. Ulrike. Also die Überschrift der heutigen Runde könnte praktisch unser Firmenmotto sein, weil wir bei Dance to Ages haben Collaboration als DNA. Wir machen das schon intern, wir haben alle Marketing-Services verbunden unter einer P&L. Ich glaube, ich bin der einzige CEO eines Networks in einem Land, die alle Agenturdisziplinen bündelt. Und das machen wir natürlich deswegen, weil die Kunden das von uns erwarten. Und
Wir hatten ja auch vorhin diskutiert, eigentlich fehlt hier der Kunde, für den wir eigentlich arbeiten und nachdem wir auch unsere Strukturen ausrichten. Und wir müssen für unseren Kunden immer einen Schritt voraus sein, ihn durch den Marketing-Dschungel leiten, der sicherlich nicht leichter wird, aber immer spannender. Und dafür müssen wir nicht nur intern kollaborieren, sondern auch ständig einen Blick im Markt haben und für unseren Kunden auch entscheiden, mit wem wir in welcher Form zusammengehen und kollaborieren. Und dafür braucht es auch ein bestimmtes Mindset. Mhm. Ja, für uns war, also neben den offensichtlichen Vorteilen der Zusammenarbeit, sind es vor allem eigentlich die Umweltbedingungen, die sich ja nun dramatisch ändern werden im nächsten Jahr. Allen voran wird es die Datenschutzgrundverordnung sein, die ja jedes datenverarbeitende Unternehmen dazu zwingt, Opt-ins einzusammeln für jedes Datum, was man verarbeitet. Glaube ich, hier eine große Herausforderung für die gesamte Industrie, diese Standards zu erfüllen und auch schnell zu erfüllen und auch so zu erfüllen, dass sowohl der Kunde ein nutzbares Produkt erhält, aber auch die Industrie die nötigen Daten. Dann zweiter ganz wichtiger Punkt für uns ist, dass wir sehen, dass der Cookie als Datenspeichermedium heute ausgedient haben wird. Also auch hier wird die Industrie gemeinschaftlich eine Antwort finden müssen. Wie können wir denn Nutzerdaten in irgendeiner Weise speichern, so speichern, dass sie abrufbar sind für die gesamte Industrie? Und dann natürlich der bekannte Duo-Problematik, die wir gerade sehen. Gerade was den Umgang mit Daten angeht und Standards, legen natürlich die beiden amerikanischen Konzernen die Latte relativ hoch und diese Latte wird irgendwie die restliche Industrie folgen müssen. Also von daher für uns sehr naheliegend, dass man versucht, diese Antworten gemeinsam zu finden. Rainer. Ja, erstmal guten Morgen zusammen. Ich freue mich, dass so viele am Frühstück schon auch es hierher geschafft haben und den guten Partys gestern. Wenn man das mal aus Marktanforderungen sieht, die digitale Transformation hat ja im Kern eigentlich zwei Herausforderungen für viele unserer Kunden. Das ist auf der einen Seite eine Produkt-zu-Service-Transformation. Das heißt, viel schneller, viel innovativer, auch neue Services, die sich morgen monetarisieren lassen, zu erfinden und in den Markt zu bringen und zu skalieren. Auf der anderen Seite in der Kundeninteraktion durch Direct-to-Consumer eine viel unmittelbare Interaktion auch in Echtzeit mit unserem Endkunden geteilt zu ermöglichen. Wenn man die beiden Trends zusammenführt, ich glaube, dann kommt durch eine enge Zusammenarbeit einfach strategische, technologische, kreative Kompetenzen und am Ende eine Fähigkeit, das auch zu skalieren im Betrieb, ist einfach unabdingbar, um diese veränderten Marktherausforderungen für unsere Kunden und mit unseren Kunden zu begegnen. Matthias, du bist ja schon etwas länger in diesem Markt als die Unternehmensberater. Was ist deine Perspektive? Was siehst du als Herausforderung? Ja, also aus einer Mediengruppensicht, oder aus einer Publisher-Sicht und aus einer Vermarktungssicht ist natürlich erstmal ganz wichtig, das, was du auch gesagt hast, was will eigentlich der Markt? Weil es ist ja keine intrinsische Motivation, irgendwas zu tun, sondern die Frage ist, was fragt der Markt nach und wie reagieren wir darauf? Und wir kommen aus einer Vergangenheit, wo wir der Meinung als Mediengruppe waren, wir können alles selbst. Und zwar ganz alleine, ob das auf der Content-Seite war oder auf der Vermarktungsseite. Und die Zeiten sind schon seit ein, zwei Jahren endgültig vorbei. Man kann gar nicht alle Disziplinen beherrschen. Wichtigster Punkt ist, ich muss den Markt richtig einschätzen, muss eine Strategie haben. Und da komme ich zu dem Punkt, dass wir in der Vermarktung im Prinzip sagen, es gibt für uns drei Teilbereiche. Was will ich ownen? Was will ich wirklich besitzen? Was ist so wichtig im Kern, dass ich sage, das muss mir gehören? Und dann gibt es jetzt der zweite Schritt, wo man sagt, okay, dort geht man Kooperationen ein. Und dann würde ich noch einen Unterschied zwischen Kooperationen und Allianzen sehen. Also das sind für uns die drei Segmente, in denen wir das einteilen aus unserer Sicht. Aber immer vom Markt kommt. Weil wir tun ja alles dafür, nach der Frage, wie kriegen wir mehr Zuschauerkontakte oder wie können wir mehr in der Vermarktung tun. Andreas, deine Firma kennt vielleicht noch nicht jeder im Raum. Die in Werbeagenturen oder Mediaagenturen arbeiten, kennen dich. Ihr seid eigentlich eine Softwarefirma. Ihr habt eine Software entwickelt, die das Thema Mediaplanung revolutionieren soll. Ihr versteht euch selbst als disruptives Unternehmen. Ihr arbeitet manchmal mit Mediaagenturen zusammen. Manchmal tretet ihr auch gegen Mediaagenturen an. Was ist eure Perspektive? Wo seht ihr die Herausforderung? Wir sehen die Herausforderung da, dass letztlich der ganze Markt und die Mediaplanung sich verändern wird. Wenn man sich anschaut, heute kommt ein Kunde, der hat ein Produkt, für dieses Produkt hat er eine Zielgruppe, für diese Zielgruppe hat er dann ein Budget und geht zu einer Agentur und sagt, bitte kaufen wir möglichst viele Kontakte in meiner Zielgruppe mit meinem vorhandenen Budget ein. Wir sagen, und haben dafür eine Plattform gebaut, man kann die Planung auch umdrehen und erstmal mit den Zielen anfangen und sagen, wie viel Stück von deinen Produkten möchtest du verkaufen, wie viel Umsatz möchtest du machen? Und daraus dann eine Planung abzuleiten. Das ist sehr datengetrieben, dass dann irgendwann, also digital geht es schon programmatisch, in den Offline-Welten sind wir da noch nicht ganz so weit, dass wir eine direkte programmatische Anbindung haben. Und das setzt aber gerade bei den Kunden
verschiedene Prozesse in Gang, die äußerst kompliziert werden können. Heißt einmal ein Umdenken, überhaupt mal in Daten und auch in Vertriebszielen zu denken. Wir sehen heute viele Media-Entscheider, die große Budgets verantworten und überhaupt nicht ihre eigenen Vertriebsziele so weit im Auge haben, sondern hauptsächlich Media-KPIs. Und dieses Umdenken ist schon mal eine echte Herausforderung, wo wir, glaube ich, eine Beratungsleistung in den Unternehmen herbeiführen müssen, wo auch Unternehmensberatung, Strategieberatung eine große Rolle spielen, mit denen wir auch dort zusammenarbeiten. Und die zweite Herausforderung ist natürlich eine technische, auch eine Anbindung herzustellen in den jeweiligen Systemen, um überhaupt eine Datenlage herzustellen, die das ermöglicht. Was in den Vorgesprächen mir aufgefallen ist, dass uns alle verbindet, dass wir das Gefühl haben, dass die Komplexität so groß wird, die Anzahl der Aufgaben, du hast es gerade mal sehr schön gesagt, so groß werden, dass wir es nicht mehr alleine können. Also halt mal aus unserer Perspektive, in der Werbebranche zählt man mittlerweile 150 plus verschiedene Berufsbilder. 150 verschiedene Berufsbilder. Wenn wir dann eure Themen dazu nehmen, sind wir sicherlich bei deutlich jenseits 200, 300. Und das ist natürlich ein Thema, was uns alle bewegt. Und selbst Google, einige haben ja Angst davor, Google hat eine eigene Agentur, dass jetzt auch Google den Werbemarkt revolutioniert. Das wird nicht passieren. Werbeagentur verdient einfach schlichtweg zu wenig Geld. Und Google verdient noch so gut mit anderen Dingen Geld. Ich glaube, ihr werdet keine Wettbewerber. Und vielleicht kommen wir jetzt mal zu den Beispielen, zu den konkreten Beispielen, dass sich hier unsere Zuhörer mal vorstellen können, was wir mit diesen Kooperationen eigentlich machen. Und bei euch fällt mir natürlich zwar schmerzhaft ein, weil es nicht mit uns ist, diese Kooperation, aber ich nenne sie trotzdem. Ihr habt mit der BBDO, eine der größten Werbeagenturen der Welt, hier in Deutschland eine Kooperation. Ihr wollt früh im Prozess eingebunden werden, Kreativität, Technologie zusammenbringen. Vielleicht erzählst du mal, vielleicht habt ihr schon erste Beispiele, über die du sprechen kannst. Ja, das ist ja das erste Beispiel davon eigentlich tatsächlich. Und jetzt haben wir so ähnliche Kooperationen mit vielen Kreativagenturen. Und der Grund ganz einfach da ist, dass wir glauben, dass wir wirklich, wenn wir diese unterschiedliche Perspektive zu den Arbeit bringen. Also wir sind nicht die Experten da in Brandbuilding, in Storytelling, aber wir sind Experten da auf die Textseite und dann wieder mit dem Kunden da auf den Tisch, die dann die Experten in deren Branche ist. Und wenn wir diese unterschiedliche Perspektive zusammenbringen, dann können wir wirklich viel, viel effizienter, viel, viel besseres Marketing und Geschäft machen. Und das ist eigentlich der Hauptgrund, warum wir solche Sachen machen. Mhm. Also bis jetzt, klar, also es ist andere sind vielleicht skeptischer dafür, andere sind offener dafür, aber schon tolle Sachen, was wir da machen. Wir machen ja nicht nur mit Kreativagenturen, wir arbeiten auch sehr eng zusammen mit Mediaagenturen, mit Beratungen, mit Publisher und so weiter. Also es ist wirklich ein sehr breites Feld von Zusammenarbeit, was wir da machen. Und eigentlich der Hauptgrund ist, wie können wir diese tolle Industrie von uns zusammen beschleunigen und ich glaube ganz stark daran, dass über gute Zusammenarbeit haben wir die Möglichkeit wirklich, das nochmal noch besser für unsere Kunden, für unsere End-User und für unsere Marketeers zu machen. Ulrike, du hast es vorhin so bescheiden, wie du eben bist, erzählt, dass du die P&L kurz mal auf eine Firma reduziert hast, dass ihr zwar verschiedene Agenturmarken habt, die auch unterschiedliche Disziplinen machen, aber dass ihr eigentlich als ein Angebot, als eine Firma auftretet. Ich kann mir vorstellen, dass das ein ziemlich schmerzhafter Prozess ist, weil Leute, die gewohnt waren, dass sie ihre eigene P&L hatten, die auf einmal nicht mehr haben. Jetzt hat man auch gelesen in den Medien, dass du auch einen relativ modernen Ansatz für Arbeit verfolgst. Du hast deinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern quasi freigestellt, wann sie kommen, von wo sie arbeiten und wie sie das machen. Ist das ein Instrument, um sowas zum Leben zu bringen? Vielleicht kannst du noch mal erklären, wie ihr das hingekriegt habt. Also ich werde tatsächlich, seit ich darüber gesprochen habe, dass wir dieses Arbeitszeitmodell haben, immer wieder gefragt, ob überhaupt noch jemand in unseren Büros sitzt. Ja, es sitzen immer noch sehr viele Leute da und die sitzen da wie vorher, haben aber mehr Flexibilität. Ehrlich gesagt, für mich, ich war völlig überrascht über die Resonanz zu der Ankündigung dieses Arbeitszeitmodells, weil für mich ist es das Normalste der Welt und mehr als zeitgemäß. Wir sind ein People's Business, wir arbeiten nicht am Fließband, wir haben keine Produktion, da gibt es keine Zeiten, wo man da sein muss und ich habe verantwortungsvolle Mitarbeiter, denen ich absolut zutraue, dass sie wissen, wann sie da sein müssen, wann sie beim Kunden sein müssen. Wir haben das schon Anfang des Jahres eingeführt, das funktioniert sehr, sehr gut, haben da nur die besten Erfahrungen auch. Ich sage mal, Leute, die in Teilzeit arbeiten, weil sie zeitlich eingeschränkt sind, können jetzt eben auf einen vollen Vertrag gehen, weil sie die Stunden dann eben auch abends und flexibel abarbeiten können.
Für mich ist es absolut wichtig, heute dieses Zeitmodell zu haben, in Zeiten, ich sag mal, einer Kollaboration, wo wir immer mehr Disziplinen zusammen haben. Und wir haben ja schon ganz viele Disziplinen unter einem Dach. Wir haben die Kreativen, wir haben die Nicht-Kreativen, die Media-Leute, die Performance-Marketing-Leute, also auf der einen Seite die Excel-Leute, die kreativen Leute, völlig unterschiedliche Ansätze. Wir haben Data, wir haben Tech-Leute, die etwas produzieren. Wenn wir es heute nicht schaffen, diese Leute entweder unter einem Dach oder in einer, ich sag mal, Allianz zusammenzuführen, zugunsten des Kunden, dann haben wir eigentlich verloren. Und wenn ich über Diversity rede, sage ich auch, Norddeutschland, Süddeutschland sind auch unterschiedliche Mentalitäten. Auch da gibt es manchmal mehr Friktion als zwischen Kreativen und Nicht-Kreativen. Und das müssen wir hinkriegen. Diese Art der Mentalität in einem Unternehmen, gerade in einem Dienstleistungsunternehmen und gerade in einem Unternehmen, was im Bereich Marketing Services sich bewegt, wo sich so viel so schnell entwickelt, das ist eigentlich key. Und wir hatten vor kurzem einen Workshop mit unseren 20 Geschäftsführer und der wurde mit einem externen Moderator moderiert und wir haben wirklich hart auch diskutiert und danach kam der Moderator zu mir und meinte, er hätte noch nie so eine wertschätzende Kultur in einer Diskussion, wo es wirklich ums Ganze ging, gehört und das hat für mich eigentlich gezeigt, dass wir zusammen schon das richtige Mindset haben. Habt ihr denn eure Büros auch umgebaut, angepasst, Wände eingerissen? Ja, wir haben tatsächlich, wir sind ja in Hamburg in ein neues Büro gezogen und auch in Düsseldorf, in Frankfurt wird das Büro gerade gebaut. Wir haben tatsächlich unsere Büroarchitektur mit einem Architekturbüro, mit den Kollegen demokratisch entwickelt, wie wir arbeiten wollen, wie wir sitzen wollen. Es gibt keine festen Arbeitsplätze, also ich selber sitze, wenn ich irgendwo in einem Büro bin, jeden Tag irgendwo anders. Wir haben Konferenzräume, um uns zurückzuziehen, kleine Telefonzellen, wie das bei Google schon ganz lange der Fall ist, aber arbeiten ansonsten auch im Großraum, haben entsprechende Technologien, Kopfhörer, um auch da uns vor der Lautstärke zu schützen und auch trotzdem konzentriert zu arbeiten. Wir haben eine Clean Desk Policy, die haben wir selber so gewählt. Wenn wir was anderes wollen, werden wir das unter den Mitarbeitern abstimmen und das dann auch verändern. Also haben da eigentlich schon ein extrem spannendes Konzept gemacht und aus meiner Sicht geht das auch auf. Und daneben sind unsere Büros auch eine der schönsten Büros, die ich in Deutschland je gesehen habe. Sehr schön. Ja, und jetzt wird es wieder ein bisschen technischer. Das, was ihr vorhabt, eine Login-Allianz, um den großen Tech-Companies aus Amerika ein bisschen was entgegenzustellen, das klingt nach einem sehr, sehr ambitionierten Vorhaben. Es gibt ja nicht nur euch und eure Partner, es gibt eine zweite Gruppe von Unternehmen. Ich konnte gerade lesen, dass die Donata Hopfen, die Geschäftsführerin der Bild, ihren Job niederlegt, um diese andere Allianz zu formieren. Ist das schlau, dass es zwei gegensätzliche Lager gibt, werdet ihr irgendwann fusionieren, kollaborieren? Erklär doch mal, warum ihr das eigentlich macht, was genau der Hintergrund nochmal ist. Du hast es von der Gesetzgebung her erklärt und was ihr euch davon erhofft. Ja, wenn wir bei einer amerikanischen Gerichtsshow, würde jetzt der Einwand kommen, Suggestivfrage. Ja, ich glaube, vielleicht einmal kurz ausholend. Also die drei Problematiken, vor denen die gesamte Industrie steht, sind ja auf der Hand liegend. Also der Cookie wird als Speichermedium nicht mehr funktionieren. Das heißt, ich muss irgendwie, wenn ich den Nutzer gerade deviceübergreifend identifizieren will, brauche ich ein Login. Ja. Zweitens werden wir durch die Datenschutzgrundverordnung einige Abfragen alle dem Nutzer stellen müssen, was für Daten gibst du mir denn, was darf ich mit diesen Daten machen. Und das dritte, das Maß der Dinge, sind dementsprechend die beiden amerikanischen Verticals, die dort stehen. Von daher für die Industrie eigentlich das Was relativ klar zu regeln. Wir brauchen irgendwie einen einheitlichen Login. Es macht keinen Sinn, wenn jetzt jede Seite hingeht und sagt, drück dir mal einen Nutzernamen aus und denk dir ein Passwort aus und bitte erinnere dich die nächsten 5 Jahre daran, das wird nicht funktionieren. Also wir brauchen irgendwie einen Single Sign-On für den Rest der Industrie, der übergreifend funktioniert, einen einheitlichen Standard für die Nutzerschaft, mit dem man sich überall anmelden kann. Hinter diesem Login muss er in der Lage sein, seine Opt-ins irgendwie zu verwalten. Also Opt-ins muss ich geben können, ich muss sie auch entziehen können. Und jetzt kann natürlich jeder auch da wieder für sich loslaufen und sich selber einen Text ausdenken und sagen, wie stelle ich denn die Frage, darf ich denn wissen, wie alt du bist und darf ich mit diesen Daten denn das benutzen, um ein besseres Produkt oder bessere Werbung einzublenden? Oder man kommt halt zu dem Entschluss, dass es aus Nutzerperspektive und Firmenperspektive deutlich schlauer wäre. Man schafft auch hier eine gewisse standardisierte Art der Formulierung, die alle Unternehmen ansetzen. Ich glaube, das ist relativ naheliegend, dass es irgendwo auch ein Bedürfnis gibt, ein durchlässiges Datensystem zu schaffen, in dem man in irgendeiner Weise Daten auch zwischen Unternehmen anreichern kann, ist auch relativ naheliegend. Die Fragen sind relativ einfach beantwortet, aber die große Frage, die Sie gerade gestellt haben, ist das Wie. Wie orchestriere ich das? Wie setze ich sowas auf? Und wenn man dann schaut, wie ist das Internet groß geworden, dann ist es groß geworden über offene Standards. Also hätte man damals irgendwie das Ding als Vertical aufgestellt und dann würden wir heute wahrscheinlich noch die einen in der AOL-Welt leben und die anderen vielleicht in der
anderen Welt aus irgendeiner anderen Vertikalen gefangen sein und wir hätten dann zwei unterschiedliche Internets gebaut. Das macht keinen Sinn. Die große Kraft des Internets war immer, dass man offene Standards kreiert hat, auf denen dann alle operieren konnten, auf denen alle ihre Dienste anbieten konnten. Und ich glaube, das ist die Antwort, die wir gefunden haben auf dem Markt. Es muss ein offener Standard sein, der muss für alle zugänglich sein, über die wir dieses Login verwalten, über die wir die Opt-ins einsammeln. Denn nur so macht es Sinn, dass wir in irgendeiner Weise einen Standard schaffen, der weiter offen bleibt und sich gegen die geschlossenen Ökosysteme durchsetzen kann. Entsprechend war unsere Antwort darauf, eben nicht eine Firma zu gründen, die dann diese Daten sammelt und diese Daten vorhält, indem dann irgendwie man sich Anteile kaufen kann, sondern das Ganze zu orchestrieren über eine Stiftung, die neutral aufgestellt ist und die sich darum kümmert, dass irgendwo die Industrie eine Möglichkeit hat, vom Login über das Opt-in bis auch zum Datentausch einen Rahmen und einen Marktplatz zu schaffen, der sowohl für den Nutzer einheitlich funktioniert, wie auch eben für die gesamte werbetreibende Industrie eine Möglichkeit gibt, auf diesen Standards aufzusetzen. Super, vielen Dank. Rainer, jetzt kommen wir wieder zu einer eher Company-Perspektive, nicht einer Industrieperspektive. Ihr seid eins der weltweit größten Unternehmensberatungsunternehmen, die es gibt. 400.000. Da war doch was. 400.000. Ihr habt gerade Sinnach Schrader gekauft. Ich habe Mattes dann geschrieben. Jetzt seid ihr 0,1% von Accenture. Wie fühlt sich das an? Und er hat geantwortet, es fühlt sich großartig an. Und ich habe auch das Gefühl, dass sich das toll für Sinnach Schrader entwickelt. Ihr habt also einen der Player hier gekauft, integriert. Ihr habt Allianzen mit Google. Erklär mal deine Perspektive oder die Beispiele vielleicht noch ein bisschen. Ja, vielleicht zum ersten Teil der Frage. Accenture Interactive ist mit über 12.000 Mitarbeitern und ungefähr 4,5 Milliarden Umsatz auch von AdAge zur größten Digitalagentur in der Welt gelistet worden. Das kommt ja nicht über Nacht und das kommt nicht durch eine Akquisition, sondern durch kontinuierliches Wachstum, was eben genau auf die Trends im Markt ein Stück weit einzahlt. Und das ist eine Kombination aus strategischen, aus technologischen Fähigkeiten und eben auch sehr viel Kreativität. Und wir haben das, ich glaube 2013, als wir die Kollegen von Fjord dazu genommen haben, mit dem gesamten Thema Service Design eben sehr strategisch, sehr früh in der Wertschöpfungskette angefangen, diesen Markt auch zu erschließen und eben über neue Produkte und Services auch in neue Geschäftsmodelle mit unseren Kunden zu gehen. Und das Team von Mattes ist einfach ein fantastisches Team, was diese Kombination aus Produkt- und Service-Innovation gepaart mit tiefer Technologiekompetenz, sehr viel Kreativität, hier in Deutschland sehr erfolgreich über Jahre betrieben hat. Da ist halt die Idee, wenn man das in ein Gesamt-Accenture in die Firma Accenture einfügt, mit den gesamten Technologiepartnerschaften, ich komme gleich auf Google, die wir weltweit haben, als auch mit unseren Betriebskompetenzen, die wir über die gesamte Welt in eigentlich sehr, 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 sehr hoher Qualität standardisiert ausspielen können, dass wir zusammen halt noch bessere, innovativere Produkte für unsere Kunden bauen und eben auch skalieren können. Mit Google beispielsweise, ich weiß nicht, wer von euch es gesehen hat, direkt draußen vor der Tür, ist eine der Anwendungen, die wir mit Google zusammen entwickelt haben. Das ist eine Simulation, ein Visualizer für BMW, wo wir eben damals auf der Augmented Reality Lösung Google Tango die i3 und die i8 Modelle in jede Position, in die Einfahrt, jetzt steht es hier draußen auf einmal mitten in der Demexco, virtuell darstellen können, von innen erlebbar machen können und natürlich vom Interieur, Exterieur unterschiedlich erlebbar machen für Kunden. Das ist schon in einem Verständnis der Kundenerlebniskette eingebettet und dann ist für uns natürlich wieder wichtig zu verstehen, mit Technologiepartnern, was kann Technologie an Unterschied, an Wow-Moment in dieser Kundenerlebniskette anders machen. Und auch da, um das vielleicht noch als Abschluss zu sagen, wir haben Technologiepartnerschaften ja schon über Jahrzehnte mit allen großen Technologiepartnern, mit Hybris, mit Adobe, mit Salesforce, wo wir aufgrund der engen Zusammenarbeit immer Partner of the Year oder auch tief in die Produktentwicklung reingehen, um eben zu verstehen, was für unsere Kunden ist aus diesem Technologie-Stack am meisten relevant. Und dass wir natürlich mit Google eng zusammenarbeiten müssen, um auf der einen Seite Cloud-Applications, auf der anderen Seite aber auch mit DoubleClick und Google Analytics die Kundenerlebniskette noch ein bisschen präziser zu machen, das versteht sich auch von selber. Mhm. Matthias, wir beide kommen ja so aus dem Oldschool-Geschäft, haben uns aber weiterentwickelt. Wegen der gleichen Haarfarbe. Wie fast alle wissen. ihr habt eine Ad Alliance zusammen mit den Kollegen von Gruner und Jahr. Ihr erreicht 99% aller
Bürgerinnen und Bürger, ist doch alles in Ordnung, oder? Ja, das hätte man denken können. Ich hatte es gesagt, so vor 2 Jahren haben wir darüber nachgedacht und haben gesagt, okay, wie wird die Welt denn in 2, 3, 5 Jahren aussehen? Und haben gesagt, naja, noch könnten wir uns zurücklehnen, könnten sagen, oh, als Fernsehen, als Mediengruppe sind wir so groß, passiert eh nichts, die nächsten 3, 4 Jahre brauchen wir nicht. Und wenn man noch ein bisschen weiter guckt, sieht man, auch wir sind nicht groß genug. Vielleicht im Fernsehen, aber im Digitalbereich mit Sicherheit überhaupt nicht. Und dann haben wir angefangen, uns zu überlegen, in welche Richtung könnte es gehen, wer wären Partner, die zusammengehören könnten. Und dann finde ich, sind wir am Ende zu Adelines gekommen, aber wenn wir nochmal zu dem Beginn zurückgehen, was ist dann ganz wichtig, wenn man sowas gründet oder initiiert? Es sind 2 Sachen ganz wichtig, nämlich die gleiche Sicht auf Märkte und Menschen, nämlich die Menschen, die zusammenarbeiten sollen. Und dass die sich verstehen und dass sie eine gleiche Sicht haben, dass die Chemie stimmt. Alles alte Dinge, haben wir früher auch schon gehabt, aber das ist natürlich noch mal schwieriger, wenn die Unternehmen unterschiedliche Unternehmen sind und nicht in einer sind, wo man sozusagen auch ein bisschen muss. Wenn es 2 Unternehmen sind mit unterschiedlichen Kulturen, ist es wichtig, dass das Management sich wirklich sehr gut versteht und eine gute Chemie miteinander hat. Sonst funktioniert so eine Partnerschaft oder eine Allianz nicht. Und das ist natürlich uns mit Krona EMS hervorragend gelungen. Wir haben diese Partnerschaft gestartet, wir haben super schnell gemerkt, die Geschäftsleitung von Krona und von uns, wir sind auf einer Linie, wir sehen Märkte ähnlich, kommen aus ganz anderen Ecken eigentlich, hatten früher wenig miteinander zu tun, obwohl wir zu Bertelsmann gehören. Und haben das jetzt seit Januar gestartet, ist jetzt der Spiegel dazugekommen, den wir mit Print und digital unter das Adelines-Dach nehmen, sind damit jetzt dann die Nummer 2 in Deutschland im Digitalvermarktung. Also man sieht, das wächst jetzt zusammen, wir verstehen uns. Aber auch da wieder das, was ich eingangs gesagt habe, wir kommen vom Markt. Was will der Markt? Der Markt möchte eine Defragmentierung. Das ist so stark fragmentiert, dass der Markt Kunden und Agenturen Partner suchen, die groß sind, die Kontakte anbieten, die am Ende Wirkung anbieten. Und deswegen sucht der Markt mehr und mehr Defragmentierung. Und die bieten wir Ihnen jetzt mit einer Adelines. Mhm. Andreas, ihr seid, glaube ich, das jüngste Unternehmen hier auf dem Panel. Wenn ich nicht der Jüngste bin, aber... Nein, aber ihr seid eine junge, schnell wachsende Company. Ihr habt eine Kooperation mit SAP eingegangen. Vielleicht kannst du dazu was sagen. Wird SAP jetzt auch Werbeagenturen kaufen und gründen? Das weiß ich nicht, aber bei uns auf jeden Fall so, dass wir den Markt so sehen, dass er sich sehr schnell, das haben wir jetzt auch gerade schon gehört, sehr schnell bewegt, unheimlich dynamisch ist, auch sehr ausdifferenziert ist, wo wir sagen, wir müssen nicht alles selber machen. Wir sind nun mal nicht 400.000 Leute, sondern international gerade mal 240. Ist zwar schnell angewachsen, aber eben noch sehr überschaubar. Und deswegen sind die technologischen Herausforderungen, wo wir uns auf diese Algorithmenwelt sehr stark konzentrieren, da können wir nicht alles machen. Wir brauchen Schnittstellen in die Vermarktersysteme. Daran arbeitet SAP auch. Wir brauchen natürlich Datenzugriff auf Kundendaten, ganz substanziell. SAP ist bei sehr vielen großen Unternehmen dort schon implementiert. Das macht total Sinn, bevor wir jetzt anfangen, einzelne Datenschläuche in die Kundensysteme zu bauen, auf einem SAP-System aufzusetzen, dort, wo SAP schon integriert ist. An anderen Stellen sind wir auch im Wettbewerb mit SAP. SAP hat eine eigene DSP in den Systemen drin. Wir arbeiten auch an solchen Lösungen. Macht aber nichts, weil am Ende ist es das, was den Kunden am besten gefällt. Die DSP soll er dann bitte nutzen. Wir machen dann Datensysteme. SAP hat ganz viele Schnittstellen schon vorhanden, wird es auch weiterentwickeln. Wenn ich mir anschaue, wie viel sich dauernd ändert, auch an Schnittstellenlogiken allein, weil neue Anbieter auf den Markt kommen, weil sich Systeme verändern, wenn wir das alles immer selber machen müssten, bin ich sehr froh, dass wir das eben nicht tun, sondern dass wir Partner haben, die sich um einen Teil des technischen Setups dort kümmern. Es hat dieses Panel oder wir in diesem Panel das große Problem, dass wir jetzt hier unfassbar viele Themen unter einem Oberthema, nämlich Collaboration, abhandeln, was dazu führt, dass viele jetzt auch schon auf ihren Smartphones sind. Aber es ist in der Tat ja doch ein Muster, was sich abzeichnet. Wir werden die Zukunft nicht einzeln als Unternehmen meistern können, sondern wir müssen mehr zusammenarbeiten. Ulrike, du hast es schon in unserem Vorgespräch gesagt, warum haben wir eigentlich keinen Kunden auf der Bühne? Wir haben gesagt, wir wollen auch über die Kundenperspektive sprechen. Was erwarten eigentlich eure Kunden? Oder haben eure Kunden euch in die Kooperation gestellt? Ja. Und was haben die Kunden davon? Ich glaube, Jan, du hast einen Chart mitgebracht. Ich weiß nicht, ob die Regie das mal einspielen kann. Oder die ist sonst... Vielleicht kriegen wir es dann auch ohnehin. Also ich hätte dazu auch gleich eine Antwort. Genau, du kommst gleich danach. Aber du hast einen... Ja, genau, da ist es. Ja, ich glaube, wir haben... Also
das Zitat jetzt gerade, glaube ich, einen Tag alt oder zwei Tage alt, die Forderung des UWM zum Thema Datenverarbeitung und welche Zusammenarbeit man sich wünscht. Ich glaube, in den beiden Absätzen sind zwei interessante Dinge drin. Das greift ein bisschen, was Matthias Dank vorhin sagte, was für Arten der Zusammenarbeit wählt man. Ja, ich glaube, für den ersten Teil der Politik zu erklären, was für eine Regulierung wir brauchen. Ich glaube, dafür hat sich die Zusammenarbeit über Verbände etabliert und durchaus bewährt in den letzten Jahren. Das funktioniert da. Für den zweiten Teil, die Forderung nach einem einheitlichen und offenen Standard, kann mir nicht mehr aus dem Herzen sprechen. Und ich glaube, genau an der Stelle ist es halt schwierig, weil da hat die Industrie noch keine etablierten Modelle wirklich gefunden, wie man so einen einheitlichen Standard setzt. In der Vergangenheit wurde ja in der Regel von irgendeiner Tech-Company ein Standard geschaffen und erklärt und der hat sich dann durchgesetzt. So, glaube ich, jetzt erstmalig, das versucht die Industrie gemeinsam einen Standard zu etablieren und da sehen wir eine große Chance drin und eben auch eine völlig neue Art der Zusammenarbeit über eine Stiftung zu versuchen, so einen Standard zu orchestrieren und ganz bewusst eben auch offen für die gesamte Industrie anzulegen und jeden offen einzuladen, hier sich an diesem Standard und an der Definition zu beteiligen. Also das, glaube ich, fasst es relativ gut zusammen, wie man dieser Herausforderung begegnen kann, aus Kundeninteressen nach möglichst einfacher Welt, wenig Komplexität, keiner will 20 Targeting-Systeme unterstützen. Auch der Endnutzer will nicht sich bei 20 Plattformen isoliert anmelden. Und ich glaube, genau da kann das ein Weg sein, wie man versucht, als Industrie hier einen gemeinsamen Weg zu finden. Mhm. Ulrike, du wolltest gleich zuschlagen. Ja. Als ich im April angefangen habe, habe ich ja schon eine nahezu perfekte Gruppe vorgefunden mit sehr vielen Marketingdisziplinen. Aber natürlich sind wir in einem Markt, in dem wir immer transformieren müssen. Unsere Kunden, aber natürlich wir als Dienstleister und Berater unserer Kunden als allererstes, um auch zu zeigen, wie es geht. Und das heißt auch Veränderungen. Und da habe ich natürlich beim Kunden angefangen und habe über 20 einstündige Interviews mit Wettbewerbern, bestehenden Kunden, potenziellen Wunschkunden, mit Verbänden, eigentlich mit der ganzen Branche geführt und habe sie gebeten, uns mir ganz offen und ehrlich zu sagen, wo wir stehen, wie sie uns heute wahrnehmen und wie wir uns als Dienstleister aufstellen müssen, um in Zukunft oder auch heute schon die Notwendigkeiten und die Bedürfnisse auch wirklich zu bedienen. Und ich hatte große und kleine Kunden gefragt und das Spannende war eigentlich, es gibt kein einheitliches Bild. Ich habe zwei Trends rausgefunden, die wir auch bei uns in der Gruppe, wenn wir uns verändern, anwenden. Das eine sind die Kunden, die wirklich spezialisierte, hervorragende Services möchten. Das geht so weit, dass im Mediabereich, die ja unsere DNA ist, das Geschäftsmodell Media in die Einzelbestandteile gesliced wird und jeder einzelne Bestandteil auch für sich an den Markt gehen kann. Es gibt aber auch Kunden, die sagen, also zumindest eine Kreativagentur, eine große, könntet ihr uns mit anbieten oder sogar gleich noch sagen, aber das ganze E-Commerce-Setup könntet ihr uns auch noch bauen. Also es gibt diejenigen, die sagen, ich möchte das Full-Setup und diejenigen, die sagen, spezialisiert. Das heißt für uns ganz klar, wir müssen in den Dingen, die wir machen, super sein, die uns gehören, die wir akquiriert haben oder die wir heute schon aufgebaut haben. Wir müssen es modular anbieten. Wir müssen so flexibel sein, dass wir den Kunden entweder große, mittlere oder auch gesamtheitliche Packages anbieten können. Und das war für mich eigentlich wahnsinnig spannend. Insgesamt glaube ich, wir reden ja viel über Kollaboration und als Mediaagentur ist man immer so ein bisschen in der Angriffszone und alle wollen die Mediaagenturen angreifen. Ich sehe das überhaupt nicht so, habe das jetzt nach einem halben Jahr der Beobachtung und immer wieder Artikel gelesen, überhaupt nicht so wahrgenommen. Der Markt ist wahnsinnig groß, es wird immer komplexer und fragmentierter, es wird immer unübersichtlicher, es braucht noch viel mehr Dienstleister und wenn ich heute dran denke, wir reden oft über die Blue-Chip-Kunden, aber der deutsche Mittelstand ist noch nicht alle sind so weit, dass sie schon transformiert haben. Also da ist noch ein wahnsinnig großer Bedarf da. Wir haben Ende letzten Jahres zum Beispiel Blue Infinity gekauft. Das ist ein 500-Mann-Unternehmen, das Digital Commerce macht, also zwischen Kreation und Technologie, E-Commerce-Plattform baut und Unternehmen einfach hilft, sich zu digitalisieren. Sitzt in Genf, hat so alles, was im Genfer See an Luxus und FMCG-Industrie ist als Kunden. Führen wir dieses Jahr in Deutschland ein. Ich werde dort auch ins Board gehen und ich habe die Kollegen gestern noch mal zur Vorbereitung auf diese Runde hier gefragt, ob sie denn gegen Accenture pitchen, weil sie ein ähnliches Angebot haben, wie zum Beispiel in Australien. Das sagen sie ja ganz oft. Und sie gewinnen auch ganz oft. Aber sie verlieren auch oft. Aber das heißt einfach, der Markt ist groß genug. Es gibt Kunden, sagten sie mir, die wollen einfach nicht Accenture, weil Accenture natürlich wahnsinnig groß ist, was man dann oft auch mit langsam und arrogant
verbindet. Auf der anderen Seite sind Sie bei ganz vielen Kunden, wo Accenture einfach gesetzt ist, wo Sie dann aber zusammenarbeiten. Und das finde ich interessant. Das ist fast dasselbe Angebot in einer unterschiedlichen Größe, in einer unterschiedlichen Agilität beim selben Kunden. Ja. Also ich Matthias glaube, war ganz kurz, Matthias hatte gerade. Ich wollte sagen, wir haben die, du hast es gesagt, eigentlich kommen wir aus ganz unterschiedlichen Bereichen. Es gibt für mich zwei Sachen, die uns total verbinden, zumindest im Digitalbereich. Wir wollen alle an das Geld des Kunden, deswegen ist es ja vielleicht ganz gut, dass er hier nicht sitzt. Und der zweite Punkt, jetzt ein bisschen seriöser gemeint, was uns wirklich verbindet, ist das Thema Daten. Also ganz unterschiedlich, Daten in Kombination mit EdTech, so wie wir hier alle sitzen. Und da sind ja jetzt diese Kooperationen alle entstanden. Wir haben früher wenig miteinander zu tun gehabt, haben jetzt ganz viel in einer, ich sag mal, mehr als eine Kooperation in einer Allianz wirklich miteinander zu tun. Mit der Dentsu haben wir mehr ein Projekt, auch ein größeres, was wir gerade planen. Da entsteht auch eine Kooperation. Wir haben über Ansätze schon mal gesprochen. Wir sind noch nie zusammengekommen, weil ihr immer 45% von unserem Geld haben wollt. Aber es gibt schon viele Gespräche, aber wir sind noch nie zusammengekommen. Also man sieht, es funktioniert oder es funktioniert mal nicht. Dann funktioniert es mal ein Jahr und dann geht es wieder auseinander. Und das ist die Zukunft. Wenn wir nach vorne gucken, wird es ganz viele Kooperationen geben. Und das meinte ich, wenn man das so einteilt, muss man besitzen. Man hat Allianzen, die sind tief, die gehen so schnell nicht auseinander. Und man hat Kooperationen, die sind etwas flüchtiger. Die sind auf ein Projekt bezogen oder auf eine Zeit bezogen und man sucht Leute, die die Kompetenz haben, die man selbst nicht hat, geht die mit denen ein und dann ist man wieder weg, weil man mit jemand anderem das macht. Oder ja. Das funktioniert auch mal nicht. Ich glaube, das fällt etwas besonders den etablierten Playern noch gar nicht so leicht. Und wenn wir das anschauen, jetzt ist Ulrike sowohl beim Mitarbeiter der Mitarbeiterorganisation als auch im Gesamtangang sehr offen dafür. Wir stellen nur fest, dass etablierte Player häufig sonst so ein sehr starkes Herrschaftswissen für sich horten wollen, alles selbst machen wollen und eben nicht offen dafür sind, dass plötzlich mal andere Player reinkommen, die vielleicht einen Teil dieser Daten, dieses Datenwissens oder von anderen Themen mit übernehmen. Und ich glaube, das ist das, was der Kunde am Ende will. Wir stellen das fest, es sind aktuell Pitches da draußen, da werden explizit Strategiethemen, Datenthemen und dann Planungs- und Einkaufsthemen getrennt voneinander gepitcht mit der klaren Ansage, es darf keiner in zwei dieser Teile dann am Ende genommen werden. Also da ist schon Bedarf, da wieder ein bisschen mehr Transparenz und Kooperation, das vernünftig abzubilden. Also ist ja heute schon auch unser Tagesgeschäft. Mhm. Wir arbeiten ja bei unseren Kunden auch gemeinsam mit den Mediaagenturen, die entweder weil sie globale Einkaufsverträge haben oder andere. Aber da tun sich viele noch schwer damit und es tun sich vor allem aus meiner Sicht, du hast ja schon gesagt, es bietet Angriffsfläche, die Branche an sich, als gerade Mediaagenturen, weil es so unser Feld ist, tut sich echt schwer damit, mal andere reinzulassen und zu sagen, hey, wir können auch was ordentlich. Mhm. Sondern die sagen immer, nee, wir können das alle selbst am besten. Und das bezweifle ich ganz schwer. Das ist vorbei. Ja, geht auch nicht. Ja. Ja, ich glaube, genau aus dem Feld, das ist ja das, was uns tatsächlich alle verbindet, gerade was Matthias gerade sagt, sind die Daten. Also früher, wenn man es jetzt mal zweidimensional betrachtet, Kreation und Platzierung, jetzt kommt als dritte Dimension die Datenwelt dazu. Man muss sie erstmal haben, man muss sie verwenden können. Aber das ist ja nicht einfach das Hinzufügen einer weiteren Dimension, sondern daraus entstehen ja wieder ganz neue Anforderungen an die Kreation und an die Platzierung. Also bestes Beispiel jüngst, vielleicht nicht das schönste Beispiel, aber im amerikanischen Wahlkampf ist es ja zumindest mal einem Kandidaten gelungen, jedem Amerikaner sein individuelles Wahlkampfversprechen zu machen, der auch wirklich an der Wahlurne geglaubt hat. Ich habe dieses Versprechen ganz persönlich bekommen. Und ich glaube, daraus kann die gesamte Medienindustrie was lernen, was ich eben aus dem Setting von Daten, vielleicht Adaption der Botschaft oder unterschiedliche Botschaften an die Nutzer, was sich hier in diesem Rahmen entwickeln würde. Jetzt geht die Musik los. Ich wollte noch was sagen. Also, also was ganz toll in dieser Zeit ist wirklich, ist, dass ich finde, wie wirklich beide Wettbewerber und Freunde und so weiter zusammenarbeiten. Und ich glaube, das ist, was prägt diese Zeit. Ist wirklich, das ist, es mischt sich sehr wunderschön. Und ich glaube, das Zweite ist wirklich auch, wenn man so Plattformen anschaut und so weiter. Also, jetzt ein MyTaxi würde nicht da sein ohne Mobile, ohne Maps, ohne GPS und so weiter. Das heißt jetzt nicht, dass zum Beispiel Google jetzt direkt mit dem zusammengearbeitet hat, aber gleichzeitig da steht zum Beispiel über Play Stores oder über Apples iTunes Store eine unglaubliche Vielfalt von eigentlich Zusammenarbeit, die den ganzen Markt dann vorantreibt. Und ich glaube, das ist genau das, was unheimlich spannend zu zeigen ist. Ich glaube, was wir als Fazit zusammenfassen können, vielleicht kann jeder nochmal so seinen Ausblick auf die Zukunft, wo er so sieht, wo es vielleicht weitere Ansätze für Kooperationen gibt, was so die Zukunftstrends sind. Aber ein Fazit, wir haben eine unglaublich spannende Zeit, wo wir mit Menschen am Tisch sitzen, die wir
vorher noch als Wettbewerber empfunden haben, in einigen Bereichen auch immer noch Wettbewerberverhältnis haben, aber bei bestimmten Teams dann ganz eng zusammenarbeiten. Ich glaube, das ist eine große Herausforderung, erfordert ganz besondere Talente auch von den Managern. Aber vielleicht gebt ihr nochmal in der Schlussrunde jeder in einem kurzen Pitch, was er glaubt, was in der Zukunft noch zum Thema Collaboration wichtig sein wird. Also, darf ich anfangen? Ja, also ich glaube, der Punkt wirklich ist, dann wirklich der Dialog viel, viel stärker zu führen. Also wenn man mich googelt, sieht man, dass ich eine Historie rund um Tanz hatte. Und im Tanz musst du eigentlich sehr nah an den Partner kommen, um zusammen was zu machen. Und das würde ich sagen, auch hier im Geschäft wirklich ist wichtig, dass man wirklich nah aneinander kommt, versteht die Herausforderungen, versteht, wo es geht und so weiter. Und nur so kann man was wirklich dann gestalten. So, lass uns alle tanzen. Sehr gut. Ich glaube, wir können es uns heute gar nicht leisten, egal wie groß und finanzstark wir sind, alles alleine zu machen, weil auch in Zukunft wird es immer wieder neue Entwicklungen geben, die außerhalb unserer eigenen Bereiche sind. Es wird auch neue Plattformen geben, die möglicherweise jetzt gerade erfunden werden und Google, Facebook und andere Plattformen wieder angreifen. Also wir brauchen das richtige Mindset, wir müssen offen sein, wir müssen gewisses Grundvertrauen mitbringen. Das ist schwierig, wenn man aus einer monopolgetriebenen, eher deutsch gedachten Silo-Industrie kommt. Aber das ist aus meiner Sicht alternativlos, auch wenn wir unsere Kunden eben überall durchführen möchten. Weil ansonsten erfahren wir nicht, was passiert. Ansonsten kommen wir nicht zusammen. Und ehrlich gesagt, es macht ja auch viel mehr Spaß, mit Leuten zusammenzuarbeiten, zu tanzen, als das jetzt alleine zu machen. Ja, also ich glaube, in Zukunft wird nur die Firma erfolgreich sein, die das Thema Daten wirklich ganzheitlich begreift und es durch alle Disziplinen durchdekliniert, also angefangen von der Kreation über die Planung bis zur Platzierung. Ich glaube, nur so wird man in der Zukunft erfolgreiche Kampagnen steuern können und Erfolg haben bei den Zielgruppen. Ich glaube, in Zukunft wird auch die Konvergenz unserer Märkte deutlich zunehmen. Das heißt, wir sprechen nicht nur singulär über Media oder Vermarktung, sondern das wird schon immer stärker in eine gesamtheitliche Kundenerlebniskette gehen. Und dann sprechen wir über Kundenservice, vielleicht als Alternative zur Interaktion, genauso wie in der direkten Aussteuerung. Und insofern werden wir in ganz unterschiedlichen Konstellationen, was wir heute schon tun, sowohl mit Technologiepartnern als auch mit Agenturen, als auch Berater zusammenfinden. Und ich habe auch gerade gehört, insofern vielleicht probieren wir es einfach mal aus und dann schauen wir mal einfach beim nächsten Kundenprojekt, was draus wird. Super. Ich würde sagen, ich weiß gar nicht, wir haben immer gesagt, das ist so eine deutsche Mentalität, manchmal reden wir uns das ja auch ein, wenn wir als RTL Group gucken, wir haben in ganz vielen Ländern in Europa tätig und die haben alle ähnliche Probleme, eine ähnliche Diskussion. Ich würde gar nicht sagen, dass es ein deutsches Thema ist. Deswegen wäre der Aufruf, den ich so hätte, zu sagen, vergesst die Konkurrenten, die ihr gestern hattet, überlegt sehr gut, was morgen passiert für euren jeweiligen Geschäftsbereich, in dem ihr tätig seid und sucht euch die richtigen Allianzen, habt eine Strategie, habt eine Sicht nach vorne und überlegt sehr wohl, wer mit wem ihr kooperiert oder mit wem ihr Allianzen eingeht und vergesst die Vergangenheit und die alten Zöpfe mit den Konkurrenten von gestern. Morgen sind es ganz andere. Andreas. Also bei uns, ich sehe es ein bisschen anders. Ich glaube schon, es ist ein leicht deutsches Phänomen, wobei ich in Europa, da bist du tiefer drin, wenn ich es vergleiche mit unseren amerikanischen Kollegen, da sieht es komplett anders aus. Ja, also dann ist es zumindest ein europäisches Phänomen. Ja, ja. Amerika tickt da anders und deswegen kann für mich nur der Appell sein, sperrt die Birne auf, öffnet euch für Neues, öffnet euch auch dafür, vielleicht das althergebrachte eigene Geschäftsmodell ein bisschen selber anzugreifen und im Zweifelsfall natürlich angreifen lassen von außen ist immer blöd, aber öffnet euch dann für die Kooperation, das mit anderen zu tun und nicht in den alten eingetrampelten Pfaden laufen. Weil das ist das, was mir täglich begegnet. Das heißt, oh, wir machen das immer schon so, ist so bequem. Es ist fürchterlich und so wird es einfach, also die weiter so ticken, werden auch demnächst verlieren, weil das einfach so, glaube ich, nicht mehr auf Dauer funktionieren und gut gehen kann. Ich finde das ein schönes Fazit. Wir werden also in Zukunft offener arbeiten. Wir werden konvergenter sein. Wir müssen uns nicht mal um den Dreck von vorgestern kümmern. Wir werden mit Daten zu tun haben, die sind im Überfluss da, also von daher ist die Ressource da. Und wir werden tanzen und das finde ich besonders schön. Und ich danke unserem Publikum, dass es so tapfer zugehört hat und durchgehalten hat. Ich finde, Panel-Diskussionen sind eines der schwierigsten Formate. Und wenn das Publikum einigermaßen ruhig bleibt, zeigt es, dass ihr da einen guten Job gemacht habt. Und ich danke euch, dass ihr hier wart, dass ihr euch die Zeit genommen habt und freue mich, in unterschiedlicher Konstellation mit euch weiterhin oder irgendwann mal zusammenzuarbeiten. Vielen Dank.